nur mehr wenige Stunden, dann gilt das Rauchverbot in Lokalen. Was halten Sie davon? Ja, ich finde das super. Ich rauche selber zwar nicht, aber ich finde das eine gute Entscheidung. Rauchen braucht man überhaupt nicht. Das macht nur krank und kostet Geld. Ich scheiße auf das. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Können Sie ruhig reinhauen. Weil ich finde, das ist 100 Jahre schon so, dass überall geraucht wird. Warum darf ich jetzt nicht im Lokal rauchen? Ist eine gute Idee, ja. Weil Rauchen ist eine der schlimmsten Gift, der ist legal verkauft wird. Und wenn es gibt wirklich eine Stadt, die ist gegen andere Drogen wie Heroin, Cannabis und so, sie soll das ganz einfach verbieten, weil sie wissen, wenn ich steht auf dem Box, die Ärzte sagen, Rauchen kann ihre Lungen Krebs verursachen und ein Herzinfarkt auch verursachen. Und trotzdem die Stadt verkauft und verdient dabei auch Steuer. Schauen Sie in Frankreich, der Preis ist 9 Euro, trotzdem die Leute kaufen diese Geräte. Ist das nicht Sucht? Wer zahlt 10 Euro für eine Packel Zigaretten, 20 Euro? Ob mich da jetzt ein Polizist aufhält oder nicht, ist mir sowas von scheißegal. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann ja selbst entscheiden, was für mich gesund ist und was nicht gesund ist für mich, oder? Ist das schon nervig für einen Nichtraucher, wenn in Lokalen gequalmt wird? Sehr, sehr. Wenn man das nicht mehr gewohnt ist, ich komme aus Deutschland. In Deutschland ist es generell verboten und wenn ich in Österreich in ein Lokal komme, wo ab und zu geraucht werden darf, furchtbar nervig. Das Rauchverbot ist dennoch für manche Wirte und vor allem auch für Shisha-Bars existenzgefährdend. Shisha-Bars verlieren ihre Existenz. Ist egal, was schadet der Mensch, soll weg. Soll weg. Mein Gott, jemand muss immer darunter leiden. Aber besser die Gesundheit, das geht voran, als jemand, der seine Existenz hält. Man kann immer woanders auch eine Existenz aufbauen, mit was anderem meine ich, und nicht nur mit Rauchen. Es wird Strafen geben für die Wirte zwischen 800 und 10.000 Euro. Das ist eher ein Problem dann. Das ist eher ein Problem, das geht ja mir nichts an. Da muss ich mich aussehen vom Lokal oder irgendwas, ich weiß es nicht. Nun sind Sie auch Mutter von mehreren Kindern. Wie wichtig ist denn das auch für die nächste Generation? Ja, ich bin Mutter von 3 Kindern und es ist mir sehr wichtig, dass es eigentlich komplett weggeschafft wird.